Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy mit mir, der Steffi. Wir wollten heute in dieser Folge Merlins Prüfungen machen. Ich weiß nicht, ob eine Folge da reicht, das werden wir sehen. Und genau das machen wir. Dafür müssen wir einmal nach Hogsmeade, denn ich muss Malvenkrautsamen kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da war. Wir gehen einfach mal dahin und müssen diese Malvenkrautzeugs da anpflanzen, weil... ja, das brauchen wir halt eben für die Prüfungen, ne? Und das, somit könnt ihr dann direkt auch sehen, also für alle Leute, die jetzt gesucht haben, Merlins Prüfungen, die, nee, da war es nicht da, die können jetzt von Anfang an sehen, wo kriegt ihr die Zutaten her und, Hallo, ich bin gleich für Sie da. Ja. Sagen Sie nichts, Sie suchen was Neues. Ja, nein. So, haben wir das hier? Genau, Malvenkrautsamen, die können wir jetzt selber anbauen. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Wir nehmen aber auch schon mal zwei so, weil es dauert, bis wir das Ganze ernten können. Niemand so. Kann behaupten, ne? Meine Regale wären leer. Also hier haben wir das Geschäft, an dem ihr das tun könnt. So, jetzt gehen wir auf die Karte in den Raum der Wünsche in Hogwarts. So. Und da pflanzen wir sie jetzt an. Ich habe jetzt leider, ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen wollen. Ich denke, ich werde hier einen jetzt machen. Ja, wir sammeln das. Topf leeren. Und Malvenkraut. 10 Minuten, kleine Pflanze. Ertrag 5. Geht eigentlich. Dann wisst ihr, was wir dann machen? Dann holen wir uns noch so einen Topf, hier so ein. Accio. Nein. So, jetzt. Noch so einen Pflanzentisch zum Pflanzen anbauen. Na gut, jetzt ist das natürlich ein bisschen blöd. Oder machen wir das da? Nee, da soll ja was anderes hin. Machen wir das bei den anderen runter. So. Und das hier mit dran an die Wand. So. So. Und da machen wir dann auch das Malvenkraut rein. So. 5 Stück bekommen wir, wenn es fertig ist. So, weil das brauchen wir. Flussgras, dann brauchen wir eigentlich gar nicht. Da brauchen wir die anderen Pflanzen für die großen. Die wollte ich da eigentlich, aber ich habe noch kein Geld dafür. So, dann können wir auch mal direkt hier mal eben identifizieren, wenn wir schon mal da sind. Da haben wir ja so einiges zu identifizieren. Und wenn wir uns, wo ist es denn hier? Nein, wo haben wir das denn? Hier 6 mehr. Das ist das Gleiche. Dazu ein erhöhter Schaden mit Defindo. Ja, das können wir bald selber machen, ne? Also dafür brauchen wir den nicht mehr. So. Das wird erhöht. Und. Ne, das bleibt. Guck mal, wie es sich jetzt aussieht. Oh mein Gott. Okay. Fangen wir mal eben. Es geht ja schnell, ne? Das ist ja jetzt nicht jetzt die Welt. So. Da hatten wir ja den Schwarzen gesagt, ne? War das der Schwarze? Ja, ne? Ne, das war der Halbblaue. Ne, das war der Halbblaue, ne? Ja, wir nehmen den wieder. So. Dann haben wir hier... Es sieht schon... Ja, geht eigentlich, ne? Aber ich möchte ein bisschen unscheinbarer. So. Ich weiß, ich ziehe, ich würde, ich glaube, ich habe auch einen total anderen Geschmack als alle anderen Leute, die ich kenne. So. Und das war jetzt die Vorbereitung. Wir können in 10 Minuten ja hier zurückkommen und uns das Malvenkraut abholen. Wir gucken mal ganz kurz im Inventar nochmal, wie viele Blätter wir haben. 13. Ach Gott, wir können 13 Dinger machen. Gut, dann wollen wir uns auf der Karte mal die Malvenkrautstellen
Alvenkrautschein, die Mehrlingsprüfung suchen, die hast du. Die sind überall, Leute. Die sind überall. Also ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal dahin. Und ich hoffe, ich kriege so viele wie möglich verschiedene Arten jetzt hier heute erledigt, um einfach euch ja zu zeigen, ne? Weil bei manchen ist es wirklich super einfach, das rauszubekommen. Und andere wiederum, entschuldigt die Störung, da ist gerade jemand hereingekommen. Und die anderen, andere Aufgaben von Merlins Prüfung waren leider so, dass ich das nie gewusst habe, wie oder was ich da machen sollte. Und das hat gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Deswegen gehen wir jetzt mal ein paar durch. Ich hoffe nicht, dass da die uns jetzt hinterherkommt zum Kämpfen, weil ich eigentlich jetzt gar nicht kämpfen wollte. Und natürlich ganz wichtig, wenn ihr Mondstein seht, Ruhe jetzt. Ich hoffe, wir müssen nicht kämpfen. So, zuerst immer das Malvenkraut natürlich in... ja. So, jetzt ist es aktiviert. Da hinten ist was, da ist was. Wir können mal kurz so machen. Da sehen wir schon die ersten Dinger. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt... Wir müssen hin und die erstmal befreien von dem Gestrüpp, ne? Diese Dinger hier. Durch die Suppe schwimmen hier. Okay, wir schwimmen zurück und befreien das Ganze dann von da aus. Mit einem Feuerzauber, der etwas weiter weg ist. So, da. Also. Ich hoffe, die sehen uns jetzt nicht, ne? Confringo. Ja. Was war anscheinend? Confringo. Du wirst bereuen, hier zu sein. Was? Lass mich! Toll, weißt du? Geht das auch so? Nein. Also, bei dem müssen wir... geht das auch mit normalem Feuer einfach, um das mal zu testen für euch, falls ihr den Zauber noch nicht... Aber ich glaube, einem wird nur freigeschaltet die Prüfungen, dessen Zauber wir schon haben. Hätten wir jetzt den Zauber Confringo nicht, weiß ich gar nicht, ob das die Prüfung hier schon uns angezeigt werden würde. Incendio. Nein, seht ihr? Incendio geht nicht. Confringo. Confringo. Also haben wir noch einen übrig. Aber wo? Revelio. Da. Confringo. Jetzt ist die erste Prüfung abgeschlossen. Und es ist wichtig, dass sie das tun, denn die Herausforderungen von Merlins Prüfung sind die einzigen, die unser Inventar... Ruhe da hinten jetzt, Mensch. Die Herausforderungen von Merlins Prüfung sind die einzigen, die uns helfen, das Inventarplatz zu erweitern. So, jetzt ist das hier auch weg. Also das sieht man jetzt hier nicht mehr. Schmetterlinge. So, das hatte ich letzte Mal nicht, dass ich Schmetterlingen folgen konnte, dass es da Zeichen für gab. Ich habe das hier hinten auch irgendwo war noch mal sowas, aber... Ja, jetzt sind wir nicht wegen Schmetterlinge hier. Wir sind jetzt wegen, genau, Merlins Prüfungen hier. Gucken, was uns da erwartet. Also das mit Confringo, ja doch, ich hatte das schon. Doch, doch, das hatte ich schon. So, dazu nehmen wir aber unseren Besen. So, entschuldigt die weitere Störung. Bei mir sind gerade... Ja, leider an diesen Tage Ferien und somit kamen jetzt alle auf einmal rein und wollten alle gleichzeitig was von mir. Beziehungsweise nacheinander. Und die Hunde tippeln jetzt auch herum, aber ich glaube, das hört ihr gar nicht. Egal, wir wollen uns nicht beirren lassen. Wir machen jetzt einfach weiter. Runter, nicht hoch. Oh, welch angenehme Überraschung. Also wieder Malvenkraut. Kann sie mal nicht so schreien da oben? Oh. Oh Gott, ich hoffe, wir müssen nicht kämpfen. Genau.
Wir haben es aktiviert mit Malvenkraut wieder. Und seht ihr, dann gibt es Steine, die reagieren, wenn wir drauf gehen. Wir müssen dann aber... Och, der riecht mich so auf mit seinem Gestöhne da oben. Ne? Wir dürfen jetzt nicht den Boden berühren, sonst geht das alles wieder weg. Wir müssen jetzt wirklich nur auf die Steine, damit das... Ja, wenn wir oben sind, glaube ich, müssen wir kämpfen. Ja. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Genau. Und erneut haben wir eine Prüfung erledigt. Also das... Ich hoffe, wir haben jetzt viele verschiedene, die ich dann so zeigen kann, aber ich hatte... Hier kommen wir gar nicht rein. Also ist das vollkommener Quatsch, sich hier Sorgen zu machen. So, wir gucken die nächste, weil je mehr unterschiedliche ich habe an Prüfungen für euch. So, hier ist nichts mehr, ne? Warte. So, wir haben ja auch noch einige Sachen nicht freigeschaltet, wie zum Beispiel hier. Aber, ja, wir machen jetzt erstmal... So. Ich glaube, irgendwann werden wir auch nochmal die Flohflammen dann alle freischalten, dass wir überall hin reisen können. Einfach, um vorbereitet zu sein. So, wir haben uns das markiert. Dann ist es immer sehr leicht zu finden eigentlich. Und ja, manchmal ist es sehr, sehr nah an Gegnern dran. Aber oftmals ist es eigentlich wird man nicht gestört. Eigentlich. So, Malmkraut. Okay. Das ist jetzt wieder ganz anders, denn hier musste ich auch... Oh, ich brauche diese Mondsteine. So, da hinten sind auch nochmal Mondsteine, ne? Okay, reicht. So, hier ist es wieder was anderes. Ihr seht, hier habe ich sehr lange gebraucht, um das rauszufinden, wie das hier funktioniert. Und zwar, hier sind die Steine und ihr seht ja überall diese leuchtenden Schmetterlinge. Und genau so, dann geht ihr an diesen, oder gehen wir erstmal den, ganz nah dran und dann geht das von alleine. Wir brauchen noch nicht mal was machen. So, jetzt holen wir die nächsten Schmetterlinge. Moment, erst das hier. So, also so viel Zeit muss sein für 3 Gold, ne? So, hier auch wieder Schmetterlinge mit Lumos und ganz nah an diesen Dingern da dran. Dann gehen die von ganz alleine da rein, so. Manchmal muss man die Schmetterlinge suchen. Die haben manchmal sogar, ja, sind sie ziemlich weit weg. Bei dem hier ist das noch recht einfach, Gott sei Dank. Genau. Und wieder haben wir eine schöne Prüfung Merlins erledigt. Und schön, dass die jetzt schon so vielfältig sind. Das finde ich ganz toll gerade. Ja, das war wieder eine Prüfung Merlins. Jetzt, wir gehen einfach mal durch weiter. Ne, das, wir haben hier nämlich nur eine, also müssen wir nochmal... Wobei, wir haben jetzt hier... Wir gehen erstmal und holen uns den da, wenn wir schon mal hier sind. Leute, können wir uns den erholen? Ich glaube, wir brauchen noch nicht mal absteigen. Nee, ich glaube, wir brauchen nicht mal absteigen. Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet. Ja, ich wollte auch gar nicht rein. Ja, wir brauchen nur ranfliegen. So. Genau. Jetzt machen wir das hier und gehen in diese Flamme. Schauen wir mal, was uns als nächstes erwartet. Also, es geht darum, natürlich kann es nervig sein, kann sich lang ziehen, diese ganzen Prüfungen Merlins, aber im Endeffekt ist es so, dass wir... Genau. So, und jetzt seht ihr schon, die ganzen Kugeln, die macht ihr mit einem Basiszauber kaputt. Ja, müsst ihr nicht. Könnt auch einen anderen Zauber dafür nehmen. Oh, da liegt was. Einen Moment. So viel Zeit muss sein. So. Aber davon gibt es immer viele. Aber das ist dann der Basiszauber.
Und wieder haben wir eine Prüfung abgeschlossen. Also die kleinen Kugeln dann meistens mit Basiszauber oder mit... Ich glaube, das kann man auch mit anderen Zaubern kaputt machen. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Hätten wir vielleicht mal ausprobieren sollen, aber... Ja, reicht ja. Wir werden uns jetzt aber wieder den Tag zurückholen, weil es wird dunkel. Kann sein, dass es jetzt dunkel ist, dann müssen wir es nochmal machen. Aber dann sind wir an dem gleichen Punkt wieder, ne? Naja. Ist auch doof. Ich vermute, irgendwie. Sie sind die Person, die sich in eine ziemlich persönliche Angelegenheit eingemischt hat. Die Demigeist-Statuen und die darin enthaltenen Monde wurden aus gutem Grund an ihren Plätzen aufgestellt. Sie sollten sich nicht in die persönlichen Angelegenheiten anderer einmischen. Das ist etwas schwierig. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über diese Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihm einen Besuch abstatten. Machen wir auch, aber nicht in dieser Folge, denn hier geht es jetzt um Merlins Prüfungen. Und davon machen wir jetzt einige. Kann nämlich sein, dass das sogar noch in die nächste Runde geht, weil, wie gesagt, es ist wichtig, dass wir das machen, aus dem ganz einfachen Grund. Okay, wir gehen jetzt erstmal. Ja, hier haben wir noch nicht freigeschaltet. Ich würde sagen, von wo müssen wir denn hin? Boah, wir müssen jetzt echt von hier aus hier hinfliegen, weil wir... Naja, gut. Machen wir das einfach mal. Aber wie gesagt, wir werden jetzt... Ich brauche mehr Platz in meinem Inventar, sehr viel mehr Platz. Und dazu müssen wir das wirklich machen jetzt. Das ist alles natürlich etwas blöd, aber es ist jetzt, wie es ist, Leute. Ne? Weil ich wollte halt eben Leuten auch helfen, die vielleicht danach suchen, weil sie auch Probleme haben mit den ganzen Prüfungen. Ich hatte jetzt nicht großartig Probleme, vieles habe ich auch alleine rausgekriegt, auch, ich habe eigentlich, also da habe ich eigentlich gar nicht gegoogelt, weil es da schwer zu googeln war. Weil die ganzen Sachen sind, hier haben wir wieder sowas, ja. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Naja, sieht man ja schon, es sind wieder diese Basiszauber, ne, der Basiszauber. Kugeln kaputt schießen und davon gibt es immer super viele, ey, das kann ich voll ätzen. Genau. So, fangen wir an. Muss kurz gucken. So, wo waren denn noch mehr? Oh Gott, seht ihr das? Das sind super viele noch. Gar nicht so knifflig, Merlin. Aha. Geschafft. Nebenbei noch mal ein bisschen was so sammeln. So. Die nächste Prüfung Merlins befindet sich hier. Die machen wir jetzt auch alle hier, ne? Gucken, wie weit wir kommen, wie viele wir da jetzt hier noch haben. Weil wir waren ja an vielen Stellen, obwohl, wenn wir die jetzt machen, die wir jetzt noch haben, Hintergrundgeräusche können bei mir auftreten. Wie gesagt, ich habe vergessen, dass heute ja Ferien sind oder ein Ferientag. Ich weiß zwar nicht warum, weil der total schwachsinnig ist, aber gut, es ist wie es ist. Damit leben wir jetzt und gut ist. So, nächste Prüfung Merlins befindet sich hier. Wo leuchtet es? Da. Ah, okay, ich sehe schon. Da ist eins. Hä, aber wo sind die anderen? Das ist doch nicht das Einzige, was... Nur das hier? Nee, da. Da sind die. Okay, verstehe schon. Na gut. Das geht runter und das geht... Das ist das Letzte, glaube ich, was wir machen müssen. Ja. Also, wir sehen ja hier die Dinger und jetzt müssen wir mit irgendeinem Feuerzauber, glaube ich, die entzünden. Dann gehen die runter. Und noch bevor die runtergefahren sind, sollten wir die letzte
und wir haben die letzte entzündet. Die fahren dann so runter, ne? Wenn die unten sind, noch bevor wir alle entzündet haben, funktioniert das nicht. Da muss man es immer wieder neu machen. Und da muss man dann schnell sein. Das ist manchmal echt knifflig, aber geht. Jetzt gucken wir uns das erste Mal in unsere Herausforderungen herein. Denn, genau, Erkundungen. Hier, wir haben Schließe, Prüfungen ab. Mehr Platz für Ausrüstung. Und jetzt haben wir wieder mehr Platz für Ausrüstungen. Kann man leider nicht sehen. So, jetzt müssen wir noch 10 machen, um noch mehr zu bekommen. Ist ein bisschen, ja, langwierig. Aber es ist halt, wie es ist. Ne? So, Karte. Weiter. Gott sei Dank haben wir ja den Besen. Dann fliegen wir da auch ziemlich schnell hin. Orientierung. Hier direkt hier drunter. Da. Oh. Na, da unten. Ach ja. So, hier ist es wieder, da müssen wir wieder oben drauf laufen. Na, unten, das ist so ein Jump'n'Run-Zeugs, wisst ihr? Oh, das ist echt übel. Das verkacke ich echt sehr lange, sehr viel. Obwohl, das geht noch, aber es gibt eins. Es gibt eins, in der man da echt... Jawohl. Es gibt auf jeden Fall eins, das ist echt schwierig. Da verkacke ich immer und immer oder habe sehr, sehr oft verkackt, bis ich es dann... Selbst als ich es wusste, wie es geht, bin ich an und runter geflogen. Weil ich sowas einfach nicht gut kann. So, aber das haben wir jetzt super schnell hinbekommen. Wir gehen jetzt auf zu den nächsten und somit müssen wir erstmal ganz kurz auseinanderhalten. Okay, ja. Und dann kann man alles schnell abfliegen. Wir müssen auf jeden Fall mehr tragen können, weil so ohne Gewicht. Sonst hätte ich gewartet, ne, bis wir die Prüfungen machen. Aber so ist es dann doch besser jetzt. Oh, seht ihr das da? Das Monster. Genau, wir haben hier wieder... Oh, hoffentlich ist das Seemonster dann nicht bei uns hier. Lumos. Wenn wir das hier machen. Und her. Gott, geht das auch mit Springen? Ja, geht. Gut, das erste haben wir. Unten ist noch eins und da ist noch eins. Okay. Es können auch mehr sein als 3, ne? Können auch mehr sein. Und natürlich so komische Eier immer einsammeln. So, das hatten wir schon mal. Aber es finde ich jetzt nicht schlimm, wenn wir davon mehrere haben. Das sieht so urig aus, ne? Wenn sie mit diesen leuchtenden Dingen hier rumrennt. Ja, ich weiß, im Hintergrund hört man eine Mikrowelle. Aber gut, es ist ja, wie gesagt, dazu habe ich schon mehrfach was gesagt. Wieder eine geschafft. Wieder eine geschafft. Sehr, sehr gut. Nein, keine Spinne jetzt. Gut. Wir werden zu dieser Flohflamme reisen und das da machen. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich einige jetzt machen will. Und es ist mir gerade mal auch egal, ob es jetzt 1 oder 2 Folgen sind. Weil es geht darum, dass wir echt mehr tragen können. Und das finde ich schon... Oh, hier ist auch noch einer. Machen wir das erst. Zack. So, was erwartet uns hier? Ich sehe nichts. Oh ja, das ist wieder so etwas... Das hatten wir schon mal in einer Folge früher. Da sind es wieder so Plattformen. Und da unten ist die nächste Merlin-Prüfung, glaube ich.
Wie viele Merlin-Prüfungen hat man denn hier auf einen Haufen, bitte? So, wir müssen Kugeln suchen. Wir gehen erstmal nach oben. Hier ist nämlich auch noch eine Plattform. Wir müssen die Kugeln jetzt suchen. Und ich habe keine Ahnung, wo sich die hier befinden. Revelio. Hä? Da sind Kugeln. Genau, und die müssen da rein. Wenn die Kugeln überhaupt dafür bestimmt sind und nicht für den anderen, aber gut. Ach hier. So. Wartet, ich muss kurz gucken, sind wir da richtig? Hallo? Da oben. Mitkommen. Ja, ich weiß. So. Genau. So, die anderen müssen wir jetzt suchen. Die sind, glaube ich, ein bisschen kniffliger. Waren die nicht hier sogar hier oben? Und hier geht's, glaube ich, zum Dorf, ne? Ja, und hier sind keine Kugeln. Keine Kugeln. Da ist schon die nächste Merlin-Prüfung, aber die haben wir ja jetzt noch nicht. Nee, das ist die, glaube ich, sogar. Ah, guck mal. Da ist das und ups, da müssen wir das hier. Da sind die Kugeln. Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, wo wir hin müssen. Hier. Zack. Aber das hatten wir ja auch schon mal in der. Da ist. Ich habe ein oder zwei Folgen, da sind. Da geht es um. Auch um Merlins Prüfung. Also, es steht mit in der Folge, glaube ich, drin. Da hatten wir das hier schon mal. So, der nächste ist hier. Jetzt müssen wir gucken, wo sich die Steine, die Kugeln befinden. Manchmal sind sie hinter so Wänden, wo wir sie rausholen müssen. Manchmal sind sie aber auch so, dass wir sie hoch nach oben holen müssen. Naja, so weit runter werden sie ja wohl nicht sein, oder? Jetzt ist es doch hier, das heißt hier runter wahrscheinlich. Revelio. Jetzt müssen erstmal die Kugeln gesucht werden. Da oben ist das. Hier schon die nächste Prüfung. Ich weiß, was. Ja. Revelio. Ich suche immer noch die nächsten Kugeln. Da unten ist wieder was anderes, aber wir brauchen immer noch die Kugeln für die andere Prüfung. Und ich habe keine Ahnung, wo die sich befinden sollen. Ich war hier schon mal, ich habe da schon mal echt drum gebröckelt. Deswegen wundert mich das gerade, dass ich die nicht finde. Ich muss mal hier hochgehen. Da. Okay, dann müssen wir hier noch lang. Also sie sind ein bisschen knifflig zu finden. Oh, wartet. Die Eier, da nehmen wir mit. Sind ein bisschen knifflig zu finden jetzt gewesen, das gebe ich zu. Das Blöde ist für mich halt, wenn ich es nicht gut finde für euch, dann ist es halt eben es ist halt blöd, wenn man was zeigen will und dann selber so lange rumkröckelt, bis man es gefunden hat. Weil, wisst ihr? Oh, mein Ton ist irgendwie am Kratzen. Ah, jetzt. Sehr gut. Das war jetzt ein bisschen kniffliger. Aber das haben wir erledigt. So. Die nächste Merlin-Prüfung ist da unten gewesen. Ich habe sie gesehen. Ja, die wurde mir vorher nicht angezeigt. Die machen wir und danach direkt die. So. Ach, wisst ihr was? Ich habe keine Lust, da jetzt hinzurennen.
So, Malvenkraut. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Malvenkraut haben oder erst zurück müssen. Revelio. Genau, so. Jetzt haben wir wieder, entweder sind das wieder mit Schmetterlingen, ja, das ist Nummer 1. Da unten ist Stein, nee, da unten ist was anderes. Da sind Schmetterlinge, gut, die müssen wir jetzt mit runternehmen, die Schmetterlinge. Lumos. Und, ja, aber wie kommen wir denn da runter? Ohne, dass die Schmetterlinge... Macht schnell wieder Lumos an, wenn die fällt, weil dann die Schmetterlinge, sonst hauen die wieder ab, wisst ihr. So, wir haben hier jetzt einen, da machen wir sie direkt rein. So, entschuldigt bitte, jetzt schon eine erneute Unterbrechung, denn irgendwie ist mein Aufnahmeprogramm ausgegangen, während der Aufnahme. Und ja, was ich sagen wollte, ich weiß gar nicht, wo ich bei war, was zu sagen. Ich keine Ahnung, woran es liegt. Das bringt mich immer total durcheinander, wenn das Aufnahmeprogramm da nicht mitspielt. Jedenfalls ja, möchte ich die Folge dennoch korrekt beenden. Und ja, mache es dann auch jetzt sehr kurz. Ob ihr noch weitere Bilder dann im Nachhinein noch ein bisschen jetzt im Endeffekt habt oder nicht, weiß ich jetzt gerade an der Stelle nicht. Aber ich habe sie auf jeden Fall ordentlich beendet. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Wahrscheinlich auch eine Merlin-Folge und ciao, ciao. Lumos. Da wäre Merlin persönlich stolz.